Also wie immer übertreibt ihr maßlos, weil ich bin wirklich nicht der Einzige, der weiß, worum es heute Abend ging. Beziehungsweise, was dieser Begriff U25 zu bedeuten hat. Es geht nicht um eine Party mit einer bestimmten Altersbegrenzung oder ähnliches, was ja auch modern ist, sondern es geht um Reiterinnen und Reiter, die zwar schon erfolgreich sind als Junioren und junge Reiter, aber eben den Sprung in die ganz schwere Klasse, das heißt also bei den Erwachsenen, sage ich einmal, etwas erleichtert bekommen sollen. Wir haben das heißt die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat das schon vor einigen Jahren in der Dressur durchgeführt mit dem Pierre-Förderpreis und damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und U25 heißt einfach, das sind Reiterinnen und Reiter bis 25 Jahren, die in sehr anspruchsvollen Prüfungen, das muss man wirklich sagen, also die Hindernisse sind bis 1,50 Meter, auch teilweise bis 1,55 Meter hoch, das ist also das, was unsere internationalen Stars auch zu reiten haben, hier in einer Serie über die Jahre hin zu absolvieren haben, über das Jahr hin mit einem großen Finale. Das ist eine Möglichkeit, die Jungs und Mädchen zu fördern, damit sie auch den Sprung in die große Klasse schaffen. Und eine dieser Prüfungen haben wir heute Abend erlebt und natürlich gab es hier auch Sieger und Platzierte. Und wie das eben so üblich ist, heißt es Prüfung Nummer 12. Nationale Springprüfung der schweren Klasse nach Strafpunkten und Zeit. Und es siegte mit 0 Punkten 54,59 Sekunden auf dem Holsteiner Hengst Quality aus Weser-Ems Hendrik Sosaat. Hendrik ist ähnlich wie die weiteren Platzierten ein typisches Produkt aus der Förderung der Eltern. In diesem Falle vor allen Dingen Papa mit seinen Hengsten. Weil ohne Eltern geht es nicht, aber auf der anderen Seite auch das an die Hand nehmen durch die Deutsche Reiterliche Vereinigung. Die besten Prüfungen der Junioren und jungen Reiter hat er gewonnen, Preis der besten Goldener Sattel nicht gewonnen, aber auch dabei. HGW Cup, so hieß das damals, der heißt ja jedes Jahr anders, diese Nummer. Also, ein würdiger Sieger. Es gratulierte dazu Marie Gräfin Hardenberg und Karl Graf von Hardenberg und es gab Silber. Hardenbergsches Silber. Auf dem zweiten Platz mit 0 Punkten, 54,95 Sekunden. Auf dem Hannoveraner Rubin Ramazzotti, der Obergefreite der Luftwaffe, Gerrit Schepers. Ich sehe so den einen oder anderen unter Ihnen, der gedient hat. Gerrit lässt sich entschuldigen, vor lauter Reiten hat er es nicht geschafft, zum Friseur zu gehen. Das Interessante ist, die haben alle, ich hab's dir gesagt, du hättest das Haarnetz mitnehmen müssen. Das Interessante ist, eigentlich ist der Reitsport ja inzwischen als Mädchensport verschrien. Aber irgendwie, die Jungs sind wieder am Kommen. So ist auch auf dem dritten Platz ein Kerl. Und was für einer. Mit 0 Punkten, 55,70 auf dem Café Bärenwallach vom Hannoveraner Voltaire, Vincent Felix Schneider. Und auch der vierte, das ist kaum zu glauben, auch der vierte ist ein Junge. Mädchen, sag mal, was war denn los heute? Mit 0 Punkten, 58,12 Sekunden auf Irish Bread Lux as if im Besitz von Heinz Eufinger, der hier auch sitzt, Jörg Oppermann. So, jetzt kommen die Ladies auf den fünften Platz mit 0 Punkten, 58,77 Sekunden auf dem schwedischen Warmblut Kardik Charlotte Wrede. Und auf dem sechsten Platz mit 0 Punkten 59,69 auf dem Holsteiner BB Carvalho Christina Fortmann.
Für diejenigen von Ihnen, die nicht jedes Wochenende auf dem Reitturnier sind und wissen, worum es sich bei diesen Jungs und Mädchen, auch den anderen, die bei der U25-Prüfung teilnehmen, handelt. Es sind die Besten nicht nur Deutschlands, es sind auch internationale Gäste da. Diese Serie geht über Österreich, über Italien und Deutschland und zum Teil auch in der Schweiz. Es ist eine internationale Prüfung und das sind die Besten Deutschlands hier. Ihr seid spitze, ich bin stolz auf euch. So. Die Musiker haben jetzt die Flucht ergriffen, deshalb erspare ich euch den Galopp durch die Halle. Oder kriegen wir einen rhythmischen Galopp hin? Da-dam, 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 da-dam. Ehrenrunde im Galopp. Da-da-da-da-dam. Galopp. Galopp. So, das haben wir jetzt mit Absicht gemacht, weil jetzt der Hendrik, so sagt, der ist jetzt ganz außer Puste und deshalb kriegt er jetzt das Mikrofon von mir. Der hat nämlich noch was auf dem Herzen. Ja, guten Abend. Ich denke mal, ich spreche nochmal im Namen von allen Reitern der Young Masters League und dem European Youngsters Cup. Wir wollen uns einfach nochmal bedanken bei den Sponsoren und bei den Turnierveranstaltern, dass sie das für uns möglich machen, auf diese schönen Turniere zu kommen und eigene Liga zu machen. Und das Finale ist ja auch in Frankfurt und da sind wir alle sehr stolz, dass wir da reiten dürfen und nochmal vielen Dank. Also was mich betrifft, ich gehe jetzt wieder zur Erdbeerbowle. Was ihr macht, ist mir egal. Viel Spaß. Ja, meine Damen und Herren, wir freuen uns nun auf einen fröhlichen Abend, auf ein sonniges Wochenende, auf guten Sport. Und ich hoffe, dass Sie sich alle nett unterhalten und viele Schleifen mit nach Hause nehmen. Viel Spaß.